Willkommen zu meinem kleinen nächsten Videotool. Und zwar könnte es ja mal sein, dass ihr bei anderen Farmen unterwegs seid, die keinen Farmcache besitzen und ihr mit eurem Trainer nicht helfen könnt. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr auf sehr relativ einfachen Weg mit dem CE eure Sachen aus dem Dorfladen in kostenlose Sachen umwandeln könnt, sodass ihr nachher euren Trainer anwerfen könnt und Sachen basteln könnt, beziehungsweise wenn ihr Tiere kaufen wollt oder sowas, dass ihr die bei anderen Farmen euch kostenlos holen könnt. Und zwar habe ich meine Farm geladen und wir starten mal den CE. Wir wählen wie immer den Prozessor aus. Ich habe diesmal den Flash Player an, also Firefox. So, als nächstes wählen wir jetzt hier an der Stelle Array of Byte. Und wir geben hier oben diese Zahlenkombination ein. Die findet ihr nachher unter dem Video. Wir klicken auf First Scan. Wir markieren es, geben es mit dem roten Pfeil nach unten. Wir markieren es wieder, gehen auf Change Record, auf Value. In dem Falle zeigt er mir jetzt, öffnet er mir nicht das Fenster, wo ich es tauschen kann. Deswegen kann ich es aber unten hier bei der roten Zahl direkt tauschen. Und wenn ihr euch die Zahlenkombination anseht, seht ihr, dass sich eigentlich nur eine Zahl ändert. Und zwar statt der 3 hier eine 2. Das mache ich jetzt einfach manuell. Ich klicke die 3 einfach weg und setze eine 2 hin und sage Enter, bestätige das. Und jetzt gehen wir doch einfach mal in den Dorfladen und schauen, was wir jetzt alles tun können. Ich kann also alle Bäume kostenlos kaufen, die es für Cash gibt. Alles, was es für normale Münzen gibt, bleibt es für normale Münzen bestehen. Ich kann alle Tiere kaufen, die es für Cash gibt. Alles, was mit normalen Münzen zu kaufen ist, bleibt auch mit normalen Münzen bestehen. Wie zum Beispiel das Küken, wie zum Beispiel das Fohlen. Ich kann im Dorfladen, was ja für euch dann zum Cheaten unheimlich wichtig ist, auch da alles, was es für Cash gibt, kostenlos kaufen und kann die Codes verwenden, wenn ihr euren Trainer dann startet. Ja, und bei den Verbrauchsmaterialien ist es halt so, ihr kriegt nicht alles, aber da, wo kostenlos steht, könnt ihr es zumindest auch kostenlos kaufen. Hilft euch bestimmt ein Stückchen weiter, wenn ihr Leute habt, denen ihr helfen wollt und die nicht ihr Portemonnaie zücken und ein Farmcache euch holen. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, wo man alles umwandeln kann, aber das machen wir dann später. Das ist ein bisschen komplizierter. Das ist die ganz einfache Variante. Ich wünsche euch einen schönen Abend und sage dann halt Tschüss, bis zum nächsten Mal.